Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Ramadan-Vlog an Tag Nummer 11 im Monat Ramadan. Boah, die Zeit rennt. Ja, gestern habe ich euch nicht mitgenommen. Gestern war ja Samstag. Ich hatte es euch ja schon gesagt. Also heute ist für uns ist heute Sonntag. Ihr seht es ja am Montag. Ich komme immer durcheinander. Auf jeden Fall habe ich Samstag nichts gevloggt. Ich habe ja gesagt, dass wir zum Essen eingeladen sind. Wir waren bei meiner Schwägerin. Und dementsprechend, musste ich zu Hause nichts kochen und ich habe ehrlich gesagt auch die Zeit wirklich ein bisschen ausgenutzt und mich auch ausgeruht. Das hat auch echt gut getan. Ja, dass ich halt eben auch nichts gemacht habe in der Küche, habe mich schön ausgeruht. Wir frieren aktuell so ein bisschen hier zu Hause. Unsere Heizung funktioniert nicht, beziehungsweise unser Öl war leer und wir hatten im Oktober neues Öl, also wir haben eine Ölheizung hier im Haus. Wir hatten neues Öl bestellt im Oktober oder Ende Oktober ungefähr für über 3000 Euro. Die Preise sind extrem gestiegen, ist alles so teuer. Und das war jetzt leer und es war schon auf der Reserve und dann hat mein Mann die ganze Zeit geguckt, dass der Preis so ein bisschen runter geht. Naja, und dann hat er letzte Woche schnell bestellt, dann war es halt für 2000 Euro. War halt ein bisschen runtergegangen, ist 2000 noch irgendwas. Also 1000 Euro auf jeden Fall günstiger als im Oktober, ne? Und dann kam der am Freitag, hat er das aufgefüllt und dann wahrscheinlich, weil wir die Reserve benutzt haben, ist irgendwie der Filter verstopft worden oder so, weil er ja den Rest von unten nimmt. Da sind ja so Partikel und so, also so, das ist unsere Vermutung. Denn, ja, obwohl das Öl jetzt aufgefüllt wurde, funktioniert die Heizung nicht und wir haben nicht mal warmes Wasser aktuell. Also es ist wirklich... Ja, da merkt man auch, in was für einen Luxus man lebt, Alhamdulillah. Wenn man dann mal friert oder kein warmes Wasser hat, dann ja, weiß man das auch zu schätzen. Deswegen ist es auch gerade nicht so schlimm. Also ich persönlich mag es eh nicht, wenn es zu Hause so warm ist, weil ich flitze eh immer durch die Gegend, mir wird immer warm und so weiter. Abends kuschel ich mich dann gerne meine Decke, müsst mich mal sehen, mit Pullover und dann noch Strickjacke und Schal hocken wir hier zu Hause. Aber kaltes Wasser ist schon ein bisschen schwierig, wenn man da kein warmes Wasser hat. Wir haben so eine elektrische kleine Heizung, ich zeige das euch mal, die steht gerade im Wohnzimmer, sodass es hier einigermaßen ja, aufgewärmt ist zu Hause. Aber ich hoffe, die kriegen heute das hin. Also wir haben ja seit gestern eben kein warmes Wasser. Ich hoffe, dass die Männer kriegen das heute irgendwie hin mit der Heizung. Ansonsten, ja, es ist schon wieder, 16:30 Uhr, ich fange an zu kochen. Ich habe wieder, weil ich eben gestern schön, deswegen, ja, viele fragen halt immer so, ja, wie schaffst du das, du bist den ganzen Tag, du machst so viel und so. Nee, ich nehme mir auch ganz, ganz bewusst immer bestimmte Tage, wo ich dann halt auch wirklich gar nichts mache. Und das habe ich gestern halt so ausgenutzt, den Tag, dass wir halt zum Essen eingeladen waren, dass ich den ganzen Tag nichts kochen musste. Und da habe ich mich wirklich ausgeruht und habe... Ja, eben nichts gemacht. Deswegen habe ich euch auch nicht mitgenommen. Ja, weil ich mich gestern so schön ausgeruht habe, war ich heute wieder super schön fleißig. Habe viel Hausarbeit gemacht. Wir haben hier, ich zeige euch mal, dieses Laufband jetzt erstmal ins Schlafzimmer gepackt. Weil ich muss jetzt hier einen kleinen Tisch nochmal hinstellen, unseren Gartentisch oder so. Damit hier Platz ist für Besuch. Weil natürlich werden wir hier auch hin und wieder mal Familie zum Fastenbrechen einladen. Und ich habe... Ja, wir passen gerade mal so an unserem Tisch. Also es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann zusätzlich noch ja, andere einladen möchte. Deswegen werden wir da den Tisch wieder hinstellen, wie wir das jedes Jahr machen, damit wir ein bisschen Platz haben und dann die Kinder so ein bisschen verteilen. Ne? Man kann auch am Couchtisch essen und so weiter. Werden wir sehen, kriegen wir schon hin, aber das jetzt nicht heute. Heute koche ich. Was koche ich heute? Ich habe Hackfleisch rausgeholt. Ich dachte, ich mache heute Suluköfte. Suluköfte habt ihr vielleicht schon mal hier und da gesehen. Das sind solche Hackbällchen, so ein Hackbällchen-Eintopf nenne ich es jetzt mal, genau. Dann, ja, ihr hattet recht, ich habe gestern nämlich meine Mutter angerufen, meint, ja, Mama, ich habe dieses Bärlauch geholt, weißt du noch, du hast doch immer so eine Suppe gemacht. Und sie überlegt, was denn für ein Bärlauch? Und dann sagt sie, und dann, ja, wie ihr auch schon in den Kommentaren geschrieben habt, nee, das ist nicht Bärlauchsuppe, sondern Sauerampfersuppe. Die typisch polnisch war mit dem Ei. Ja, und ich dachte, habe das mit dem Bärlauch verwechselt. Ich dachte, das ist das, was wir immer hatten. Aber nein, das war Sauerampfer. Aber ich habe ja gesehen, im Thermomix gibt es diese Bärlauchsuppe. Ich werde die einfach da machen, weil ich, wie gesagt, selber noch nie Bärlauchsuppe gemacht habe und nicht wirklich weiß,
wie ich die so würzen, abschmecken soll. Und da ich jetzt nicht unbedingt jetzt abschmecken möchte und so weiter, mache ich die mal im Thermomix, mal gucken, wie die wird. Und ein Salat und das war's eigentlich auch schon. Und ja, oh, heute ist, und gestern, ah, guck mal, heute ist so schön, die Sonne scheint. Gestern war auch wirklich so ein regnerischer, trüber Tag. Überleg mal, regnerisch, trüb, dann auch noch die Wohnung eiskalt und dann noch fastend. Also könnt ihr euch vorstellen, wie ich so, ja, gestern war. Aber heute wieder full in action. Deswegen, man muss sich auch immer wieder einen Tag frei nehmen, wo man ganz bewusst faulenzt und nichts macht, damit man am nächsten Tag auch wieder Energie hat. So, ich zeige euch mal hier, wie schön frei jetzt alles hier ist. Ich habe hier einmal auch meine Tischdecke, so ein Läufer oder so. Ich muss den, glaube ich, aber mal bügeln. Rausgeholt. Ich dachte, ist mal was anderes, aber ich muss den bügeln. So. Ja, also ihr seht jetzt, da ist super schön frei. Das Laufband ist jetzt weg. Da kann dann nämlich nochmal ein Tisch hin. Dann haben dann nämlich nochmal mehr Leute Platz, sich hinzusetzen zum Essen. Und ja, wie gesagt, die Sonne scheint schön. Bald nach dem Ramadan muss ich meine Fenster und Gardinen putzen, Gardinen waschen. Hier ist unsere Heizung aktuell. Ja, aber praktisch, dass mein Mann einfach alles hat, ne? Und das wärmt so ein bisschen hier. Das Wohnzimmer, wenigstens wenn wir hier sitzen, ist es relativ kuschelig. Ja, ansonsten hier, guck mal, meine fette Strickjacke und mein Schal. So laufe ich aktuell rum. Da jetzt noch relativ gut Zeit ist, diese kleinen Fleischklößchen, da suche ich mir gleich ein paar Kinderlein. Die können die dann schön rollen. Das ist super praktisch. Also das ist alles, geht heute alles relativ schnell. Suppe machen wir im Thermomix. Salat, muss ich mal schauen, was für einen Salat ich mache. Deswegen schaue ich mal kurz, was ich hier so machen könnte. Ich habe hier immer so meine Sachen, die ich mir so speichere, was mich so interessiert. Heidelbeer-Joghurt-Kastenkuchen. Habe ich unten Heidelbeeren? Das weiß ich nicht, ob ich gefrorene Heidelbeeren habe. Müsste ich gucken. Zitronenkuchen. Zucker, 12 Scheiben. Warte mal, was ist das für eine Kastenform? Ich habe so eine große Kastenform. Butter, Zucker, Zitrone, Eier, Milch, Mehl, Backpulver, Salz. Nur mal vergleichen, weil ich habe eigentlich ein sehr gutes Zitronenkuchenrezept. Ob ich das nehme oder ob die gleich sind. Ich schau mal kurz. Also was habe ich? Achso, hier ist halt Butter. Ha, warte mal. Hier ist halt Butter und ich habe Öl. Und ansonsten ist eigentlich doch relativ gleich. Nur halt, dass der mit Butter ist. Ach, ich teste mal den vom Thermomix. Ich werde das wahrscheinlich verdoppeln. Hier, meine ist halt wirklich nochmal groß. Ne? Die normalen Standards sind schon ein bisschen kleiner. Deswegen verdoppel das. Ja. Es ist so, so kalt, obwohl meine Butter draußen lagert. Also die steht bei mir im Schrank, weil wir halt Butter super schnell leer essen. Also Butter geht halt immer schnell leer, deswegen lagere ich die gar nicht im Kühlschrank, sondern immer draußen. Und dadurch, dass es kalt ist, ist die Butter hart. Oh Manometer! Daran merkst du, dass es zu Hause kalt ist. Die Butter nicht weich ist. Warte mal, ich mache mal ein Stück irgendwie warm. So, auf ein neues. Mit Paniermehl ausstreuen. Also, das war vielleicht ein bisschen viel. Linken Teller, was fehlt denn? Na, wer hat gleich Lust, ein bisschen links Holoköfte zu rollen? Ich. Super.
kommt nicht, sie hat sich den Knöchel verletzt. Erstmal ist, glaube ich, mit Katzenblut dran, ne? Sie soll. Ha? Ah, okay. Oh, das sieht voll lecker aus. Das Hello Fresh Essen. Wer möchte rollen, die Rollchen, die Kügelchen? Wer ist hier guter Solo-Köfte-Roller? Ich. Du? Ja. Wer noch? Ich. Können wir mehrere machen. Das kann auch gleich helfen. Okay, ich mach das bereit und dann geht's los. Für die Solo-Köfte, also für die kleinen Fleischklöße oder den Fleischklöße-Eintopf, braucht man natürlich Hackfleisch. Hier, um Hackfleisch. Dann hier ganz feinen Bulgur. Der ist halt Köftelik Bulgur, nennt sich der auch. Also der ist halt einfach ganz fein. Salz, Pfeffer, frische Petersilie, etwas Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch, ein Ei kommt rein und wenn man mag, etwas Kreuzkümmel. Das tue ich jetzt alles rein, vermischen und dann wird das zu Kügelchen geformt und die werden dann noch in Mehl gewälzt. Ich schredder jetzt mal meine Petersilie und meine Zwiebel. Hier, Knoblauch werde ich pressen. Bruder, da hast du Schnittlauch an Petersilie spüren. Habe ich schon gesehen. Ich vergesse das immer. Dass auf der Terrasse von letztes Jahr da Petersilie und Schnittlauch wächst. Machen wir hier schon mal das Hackfleisch dazu. Das Ei. Olivenöl, Bulgur, das ist eine gute Menge. Dick, dick. Noch ein bisschen. Ade. Salz. Und Pfeffer. Oh, ist ja gleich 18 Uhr. So. So, jetzt loslegen hier. Dann geben wir in so einem Tablett hier etwas Mehl hinein. Freiwillige Händchen einmal waschen und dann könnt ihr mir kleine Klößchen formen. Ja, nicht größer. Das ist schon so Maximum. Normalerweise macht man die so richtig, richtig klein, aber wir machen die normal klein. Zeynep. Sie wäscht gerade ihre Hände. Was macht Esma? Esma ist hier. Esma, du kannst ja, wenn du möchtest, Kartoffeln schälen und Murmüde. Hast du Lust? Nein. Nein? Dann mach es jetzt.
Wer keine Lust hat und faul ist, der kriegt erst recht was zu tun. Für den Zulu-Köfte-Eintopf tue ich noch etwas Kartoffeln und Karotten rein. Man kann aber auch nur Kartoffeln reinmachen. Man kann es komplett nur mit den Hackbällchen lassen. Man kann auch zum Beispiel, wenn ich noch mehr Einlage haben will, tue ich sehr gerne auch manchmal Kichererbsen noch mit rein. Also da kann man sich eigentlich austoben. Bevor ich mich an die Suppe mache, schnippel ich schon mal den Salat. Der ist eigentlich so klassisch wie immer. Ein bisschen blattgrün. Habe ich hier jetzt so einen gemischten Salat. Da kommt wieder Paprika, Gurke, Tomätchen, ein bisschen rote Zwiebel. Ich habe hier noch ein bisschen Feta-Käse mit Petersilie noch über. Das streue ich auch noch so oben drauf. Das mögen wir auch sehr gerne. Und das Dressing zeige ich euch dann, wenn ich den vermische. Die Kinder waren fleißig und jetzt rütteln und schütteln wir mal ein bisschen. Ist ein bisschen voll geworden. Eben dann bemehlt sind. Für die Zulu-Köfte habe ich jetzt hier ein bisschen Öl erwärmt. Dort wird jetzt etwas Tomaten-Paprikamark angeschwitzt. Ja, nicht ganz so viel. Ich gebe auch jetzt schon mal Karotten, Kartoffeln mit rein, die man alles so ein bisschen kurz mit anbraten. Ich würze jetzt auch schon ein bisschen mit Kreuzkümmel und Minze, getrocknete Minze, Kollisch. Dann kommt da meine selbstgemachte Gemüsepaste. Das habt ihr im letzten bzw. im vorletzten Video gesehen. Da kriege ich ein bisschen was rein. So, kann ich mit anspitzen. Jetzt auch schon mit dem Wasser aufgießen. Lassen wir erstmal die Kartoffeln und Karotten weich kochen und die Zulu-Köfte, also die kleinen Fleischklöße, kommen erst zum Schluss hinein. Ich mache jetzt aber schon mal Salz mit rein, nicht zu viel, unsere Gemüsebrühe ist ja auch salzig. So, und das lassen wir jetzt erstmal köcheln. Wenn die Kartoffeln und Karottchen schon mal langsam ein bisschen weich sind, können wir auch schon die Zulu-Köfte dazu geben. Die sehen jetzt so aus. So, umrühren. Und jetzt lassen wir die auch noch mal etwas köcheln. Für den Salat mein immerwährendes Dressing besteht aus Zitrone. Lass ich mal gucken, wie viel. Schön viel Zitrone. Ich mache jetzt hier die ganze. Ist ja fast die ganze. Oh, ein Körn. Ein Körn. Olivenöl. Salz. Pfeffer. Sumak. Das ist ein Essigbaumgewürz. Ihr könnt aber dann anstelle dessen einfach Essig nehmen. Granatapfelsirup. Für die immer fragen, den Granatapfelsirup findet ihr in türkischen Supermärkten. Achtet da nur drauf, dass ihr den 100%igen nimmt, aus 100% Granatapfelsaft. Weil es gibt viele, die haben halt nicht viel Granatapfel
drin, sondern sind dann richtig gestreckt mit Glukosesirup. Ich hatte meinen jetzt hier umgefüllt, weil die Verpackung so, die ist so ausgelaufen, die war so ein bisschen kaputt. Deswegen hatte ich meinen jetzt in so ein Glas umgefüllt. Aber ja, wie gesagt, achtet da nur drauf, dass ihr schaut, dass es 100%iger ist und nicht gestreckter mit Glukose, Fructose-Sirup, ne? Wir haben jetzt hier die fertige Bärlauchsuppe aus dem Thermomix. Ich bin sehr gespannt. Die riecht ja ganz lecker und es soll ja so nach Knoblauch schmecken. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die gut schmeckt. Ich bin gespannt. Mal schauen. Ich gebe mal ein bisschen kleine Portion. Wer weiß, wie es den Kindern schmecken wird, ne? Aber eigentlich könnte man auch ein Ei reinhauen oder nicht. Naja, jetzt haben wir es halt ohne. Schmeckt? Ja? Ich bin jetzt auch gespannt. So. Ich habe gerade meinen Fasten aufgemacht, sag mal so. Oh, Fasten. Schmeckt? Ja? Oh, ich bin jetzt gespannt. Die Kinder sagen, es schmeckt. Also, es erinnert, also von der Dings her sieht es, finde ich, auch aus wie die Sauerampfersuppe, die ich als Kind kenne. Also mal probieren. Ja, ein bisschen Schärfe rein. Oh nein, die ist gut. Die ist gut. Merkt ihr das? Das schmeckt so knoblauchig. Mhm. Bärlauch schmeckt ja so knoblauchig. Aber uns müssen mal ein bisschen Schärfe mit rein. Ohne Schärfe geht hier ja nichts. Oh nee, sehr gut. Sehr gut. Sag mal mit Schärfe. Ne, die hat sich nicht so pürieren lassen. Also die ist so stückig geblieben. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich habe es ja eigentlich da, wie der Thermomix wollte, püriert. Aber gut. Ja. Ne? Ist mal was anderes. Ja, mit Schärfe. Mit Schärfe ist alles prima, ne? Wir essen erstmal die Suppe, trinken erstmal die Suppe, beten das Abendgebet und dann ist der nächste Gang und dann quatschen wir ein bisschen. So sieht das fertige Gericht aus. Dazu passt auch ganz gut als Beilage Reis. Ich habe heute keinen gemacht, weil wir haben heute noch einen dritten Gang. Den zeige ich euch gleich. Aber ja, wir essen das so mit dem Fladenbrot. Ist auch sehr lecker. Mhm. So, wer wollte noch ein bisschen Salat haben? Rana? 3 Stunden hat sie 2 Stücke Brot geschnitten. Das ist so schwer. Die Bär, ne? Die sind die Bär. Ich. Aber halt. Ja, ich muss halt so machen. Du bist lecker. Hab ich gemacht. Hast du gemacht, ja. Der Hikmet hat noch einen dritten Gang gemacht. Den hat er ganz alleine gemacht. Und zwar mit HelloFresh hat er das gemacht. Habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Dazu gibt es nächsten Sonntag was. Auf jeden Fall ist das. Was war das? Seehecht? Ja. Seehecht mit Spinat-Sahnesoße. Und dazu gibt es noch ein paar Kartoffelchen, Ofenkartoffelchen. Ein paar Kartoffelspalten, die habe ich jetzt im Airfryer gemacht. Sagt nicht, die sind zu dunkel. Ich mag die, wenn die dunkel sind. So, und dazu gibt es einmal ein Stück Fischilein. Mit der Spinatsoße. Und das ist der dritte kleine Gang. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Was? Hast du gut gekocht? Ja, mit der Anleitung. Das ist Kinderspiel mit HelloFresh. Ja. Du hast aber zu viel Pfeffer reingemacht in die Soße. Ehrlich? Mhm. Ich mein's dir noch. Hast du noch gesagt, so Bauer? Ja, Rana war das. Sie war ja meine Gehilfin gewesen. Ihr habt zu viel Pfeffer reingemacht. Ja, siehst du, Rana? Ich habe gesagt, aber es ist zu viel.
Das hat sie aber wirklich gemacht. So, ich muss noch den Zuckerguss für den Zitronenkuchen machen. Heute war ja kein. Bah, wir haben eine Tür. Ja? Nein, hat er nicht geschlecht. Heute kam ja kein Ramadan-Vlog, also gestern, ne, habe ich ja gesagt, sondern das Produkttest-Video. Viele haben nach dem Hühler gefragt. Ich habe den ja auch. Ich habe viele Geräte. Und jedes hat immer so seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Und für jeden ist so unterschiedlich was Gutes. Zum Beispiel der Mach ist richtig gut, wenn du viel Bodenfläche hast. Wenn du wirklich so gleichzeitig saugst und Boden wischst. Also ich benutze den hier ganze Zeit. Ich finde den richtig super. Hühner ist halt dafür da, wenn du wirklich richtig gründlich putzen willst. Wenn du sagst jetzt, oh, diese Woche, ich muss zum Beispiel meine Teppiche, ich muss die halt mindestens so dann nach 2 Wochen spätestens so richtig mit dem Hühner saugen, weil der da richtig, der kriegt richtig jeden Dreck raus, ne? So. Oder wenn du mal Couch waschen willst, ne, Teppiche waschen willst, so, du hast halt da so ein richtig fettes Gerät. Aber für den Alltag ist das schon ein bisschen groß, sage ich jetzt mal. Also ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe halt 3 Geräte hier zu Hause, ne, und ich benutze alle. Ich meine, ich hätte mir den Mach jetzt nicht gekauft, wenn ich den jetzt nicht bekommen hätte als Produkttest. Dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, weil ich eben schon so viel habe. Aber das ist so, ich habe halt gemerkt, so, man braucht auch immer dieses Handstaubsauger-Ding. Da habe ich ja auch einen. Da hatte ich ja früher den Dyson, den ich so gehasst habe, weil der immer wieder kaputt gegangen ist. Dann habe ich hier, irgendwann war dann die Garantie, ich hatte den schon 3-mal zur Reparatur gegeben. Dann war irgendwann die Garantie abgelaufen, dann ist er im Müll gelandet. Dann habe ich mir so einen günstigeren gekauft von Xiaomi, ist das, glaube ich. Der ist okay. Der ist ganz okay, der lebt noch. Also der ist gut, weil ich brauche halt, ich bin halt täglich, ne? Hier ist irgendwas, wir haben was gemacht, es hat gekrümelt. Ich brauche sofort etwas, wo ich halt schnell wegsaugen kann, ne? Und dafür ist so ein kleiner gut. Das kann ich auch mit dem Mach machen. Also wenn ich den anderen nicht hätte, dann wäre jetzt auch der Mach dafür sehr gut. Der Hühler ist auch für die Raum. Ja, diese Raumreinigung und so, Raumreinigung, ja. Ja, also es ist halt, es ist schwierig, ne? Es gibt halt in dem Sinne ja kein Gerät, was klein, handlich ist und alles macht, ne? Also wie gesagt, Mach finde ich super, weil ich den Boden wische und sauge gleichzeitig. Also ich habe den heute Morgen wieder benutzt, hier alles schön gleichzeitig Böden gewischt und gesaugt, die Bäder, das ist wirklich Zeitersparnis, mega. Ich hole aber auch meinen Hühler raus, damit ich meinen Teppich hier richtig gründlich saugen kann. Letztens habe ich mir dem Couch damit einen Fleck weggewaschen. Ne, also es ist wirklich, es ist halt so. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so empfindet. Aber ich empfinde das irgendwie so, dass irgendwie jedes Gerät hat halt so seine Vor- und Nachteile. Man kann den Hühner in den Raum reinstellen und du kannst hier arbeiten und der... Ja, dafür ist es gut. Zum Beispiel morgen auch. Morgen werde ich mein Schlafzimmer gründlich putzen und immer wenn ich die Betten mache, dann stelle ich den auf, dass er schön den Staub absaugt, während ne, die ganzen Betten und alles wirbelt. Ich saug dann die Matratze schön ab, dass der richtig von innen holt da alles raus, ne, jeden Dreck, Milben, Kot und so weiter. Aber wenn ich halt mit dem Hühner den Boden wische, da habe ich ja trotzdem diesen Lappending, was ich dann daran mache, was ich nass machen muss, was ich dann wieder ausbringen muss, was ich waschen muss, ne. Und das wiederum bei dem Mach wieder nicht. Also, ich sag's ja, ne? Also, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, so das perfekte All-in-One-Gerät gibt es nicht. Ich glaube, man braucht wirklich so ein richtig gutes Gerät, was viel macht, was viel kann. Und eins, was halt handlich und praktisch ist und was alltäglich einen erleichtert. Ne? Also, ich würde sagen, Mach ist wirklich etwas für alltäglich Erleichterung im Haushalt. Und der Hühler ist etwas für wirklich Leute, die ein Haus haben, die es wirklich, die auch oft regelmäßig gründlich sauber machen wollen, da würde ich sagen, dafür ist der Hühler geeignet. Ne? Und so ein kleiner Dyson Meisen oder Xiaomi oder was ich was habe, ne, ist ja, sagen wir immer so wie der Kirkir, ne? Im Türkischen gibt es ja immer so einen Kirkir oder so der kleine elektrische Kirkir, der kurz mal jeden Krümel wegmacht, wenn mal was zu Boden geht oder so. Da ist er halt immer leicht und schnell, hast du schnell weggesaugt. Deswegen, ja, schwierig, ne? Wir machen, ne, du hast schon Tee gemacht, ne? Heute, ja. Heute trinken wir schön Schwarztee. Und dann wird nicht geschlafen, sauer. Nee, gestern bin ich auch schlafen gegangen. Gleich gibt's Tee mit Zitronenkuchen und wird ein bisschen entspannt. Ne? Die Kinder haben ja Ferien, das ist gut. Ach so, wer hat morgen was? Zahnarzttermin? Wie viel Uhr denn? Oh, gut, 16 Uhr.
Oh, obwohl es genau meine Kochzeit. Nee, da bringst du die. Für die immer fragen, ob was übrig bleibt. Also heute ist zum Beispiel so ein kleiner Klecks von dem Essen übrig geblieben. Das wird natürlich dann morgen zum Essen aufgegessen. Also da verteile ich einfach jedem nochmal so einen Klecks. Und das wird natürlich aufgegessen. Hier wird kein Essen weggeschmissen. Aber sonst gelingt mir das aktuell sehr, sehr gut so zu kochen, dass wirklich nichts übrig bleibt. Also das ist so jetzt wirklich das Einzige. Ja, ist ein schönes, saftiges Rezept. Aber ich probiere mal, ob der besser ist als meiner. Ich glaube, meiner ist saftiger. Ist der gekauft? Hä? Der wird heute gebacken. Krass. Krass, man. Ist deine Mutter krass? Mhm. Schmeckt? Mhm. Wir trinken jetzt unseren schönen türkischen Tee und den leckeren Zitronenkuchen und lassen den Abend ausklingen. Das war's für den heutigen Vlog Ramadan-Tag Nummer 11, richtig? Zeit rennt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst ihm sehr gerne einen Daumen hoch da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim morgigen Video wieder. Also, hier findet ihr die ganze Playlist mit den Ramadan-Vlogs. Hier auch nochmal den Button, um den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen, inshallah, wieder. Tschüss. Tschüss.